gibt aber alle 2 Jahre, da gibt es ein ganz besonderes Rennen. Das gibt es nur hier, die Weltmeisterschaft im Fasstaubenrennen. Das Hofbräuhaus Traunstein hat heute eingeladen zur 6. Fasstauben-Weltmeisterschaft hier nach Ruppolding am Westernberg. Bekanntermaßen eine der härtesten Abfahrten der Welt. Und die Athleten sind bereit. Und das ganz Besondere daran ist ja, dass die nicht auf Ski fahren, sondern auf dem, was eigentlich das Skifahren begründet hat, nämlich auf den Fasstauben. Da ist vor über 100 Jahren der Start, also eigentlich die Wiege des Skifahrens gewesen. Und nachdem wir im Hofbräuhaus auch unser Bier in echten Holzfässern ausschenken, war es auch unsere Aufgabe, dass wir das wiederbeleben. Aus allen Himmelsrichtungen sind sie gekommen und es sind über 520 Teilnehmer. Auf geht's! Früher sind die Schmuggler und die armen Leute haben das eigentlich erfunden. Vor Atomic, vor Völkel, vor Blizzard etc. sind die Leute schon auf die Bierfassel Bredel gefahren. Die Bindung ist eine Multifunktionsbindung. Man kann sie verwenden für jeden Schuh. Ob das jetzt ein Pöms ist für die Dame, wenn sie fortgeht auf Nacht, oder ein Bergschuh, ein Gescheiter. Es sind immer Massenstart. Es wird in Wellen gestartet. Und dann gibt es ein Semifinale und dann das Finale und letztendlich steht der Weltmeister fest. Im Prinzip sind es alles Gladiatoren, die sich da runterfahren. Früher in Rom waren es im Kolosseum, heute sind es bei uns auf der Weltmeisterschaft. Es ist das wohl exklusivste Rennen der Welt und nur die härtesten mit der besten Technik kommen durch. Jungs, passt, nein, Mädels, Schmarrn, passt auf das Doppeltor da unten auf. Wir müssen da sauber links anfangen, rechts und dann das Doppeltor. Nicht übersehen. Im Füßezelt, das haben wir studiert da unten, gell? Füße, klar ist. Im Füßezelt, da sind wir vorbereitet worden. 6,5 müssen als Zielwasser gelangen. Das muss schon hier haben. Vor allem, ich hab's sauber festgeschnürt, da muss schon was gehen. Auf geht's! Das Publikum und grandios auch die Showeinlage, die es hier zwischen den Rennen gibt. Wo sonst kann man denn sonst auch eine Weißwurst-Bauchtänzerin bestaunen? Wir sind im Superfinale vom Hofbräuhaus Traunstein. Und wenn die linke Flagge, jetzt geht sie runter, jetzt ist der Applaus hier. Und Ruppolding hat seine legendäre Weltmeisterschaft, die 6. Fasstauben-WM vom Hofbräuhaus Traunstein. Und der Erste kommt schon runter. Achtung, meine Damen und Herren. Ui, das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend. Und er ist heuer auch wieder Weltmeister. Und er kommt einen großen Applaus. Michi Gstatter, Weltmeister 2017. Zuerst einmal eine große Gratulation. Vielleicht kannst du ganz kurz das Rennen schildern. Ja, es war recht hart. Na, schau mal die Kamera. Aber es ist gut gegangen. Und zum Schluss ist er ein wenig wach geworden. Na gut, okay, passt. Super. Super Veranstaltung.